Und wir danken dem Koordinator-Sponsor, dem Koordinatensponsor. Genau, und derjenige, der ist definitiv der gemeint ist. Genau. Dankeschön. Warum? Warum fährt man hier raus in die Natur und lädt sein Hausmüll hier ab? Moin! Moin! Das ist der Hartmut. Das ist der Rico. Und zusammen sind wir die Waldplatz. Schleifer. Und wir sind heute wieder unterwegs in einem Bunker im Rohzustand. Der Bunker wurde nie fertiggestellt. Warum? Wissen wir nicht. Genau. Kriegende. Da waren dann Wände oder so. Wir wissen es nicht. Könnte ich das nicht auch sehen. Auf alle Fälle beeindruckend und groß. Wir sind jetzt hier in so einer großen Halle. Vorne und hinten diese riesengroßen Stahltüren. Boah. Ja, mal gucken, was wir so finden. Wie gesagt, also, ein bisschen Rohbau, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Und es schallt. Boah. Aber es ist angenehme Temperatur. Draußen ist relativ schwül, es hat geregnet. Aber hier drinnen gleich bleibt das Klima. So, in diesem Sinne viel Spaß. Ihr seht, Enrico übt einen Dauerlauf, ja, das hat er auch nötig, muss er auch mal machen, unbedingt. Aber die Halle ist ja nicht groß, also zumindest nicht lang, da geht das ja. Und schaut mal die schönen Schuhe an, die er anhat, die Schuhe. Ich weiß gar nicht, darf sie tragen in der Freizeit? Darf sie tragen in der Freizeit, die Schuhe, oder muss sie verpixeln? Ja. Yeah. Hier, die Reisegruppe Hessisch war hier. Das hier ist die Entsorgungseinheit gewesen. Oh ja. Ja, darüber, in dem darüberliegenden Stockwerk, das sind die Auswirkungen von den Toiletten. Mhm. Also, das ist schon geklärt. Das ist schon eklig. Ja. Das sind die großen Türen. Reisegruppe Hessisch. Ja, hier haben wir vorhin davor gestanden, ne? Mhm. Sind schön. Das sind Türen, ne? Die sind aber oben so drin, weil es die Schrottsammler nicht kriegen. Ja, die sind ganz schön vergraben, ne? Ja. Sind ein bisschen hoch, ne? Ein bisschen hoch quasi sind die, wenn die Auto zugekippt. Mhm. Ja. Wir haben ja gelernt, dass es eine Granitbauweise ist. Ja, auch wir lernen dazu. Nennt man so. Also sowas ist halt immer interessant, solche von solchen Reisen. Das ist immer so ein beeindruckend. So noch großen, durch alles. Ach, hier ist ein Eisgang. Ja, also hier waren wir auf jeden Fall stundenlang drinnen bleiben. Das ist echt interessant wieder. Ja, wir haben uns natürlich nicht mehr hoch. Und wir da, der dritte Mann, dem seine Verletzungen so stark waren, mussten wir den hinten liegen lassen, wollten aber auf seine Ausrüstung nicht verzichten. Und da teile ich mich jetzt mit dem Hartmut ein bisschen rein. Richtig. Es sind nur Süßigkeiten drin. Gut, wir gehen mal rein. Und dann. Okay, bis gleich. Und nein! Fantastisch. Ei, 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 ei.
Also von oben sieht er gar nicht so groß aus, ne? Nee. Der Herbst ist ja auch im Wechsel noch. Ja. Schön. Also ich muss mal sagen, ich habe meine Bunker noch nie so in seinem Raum gesehen. Hier haben sie mal richtig aufgeräumt. Ah, eine Leiter. Da geht es nochmal hoch. Scheiße, keine Leiter mit. So, wir haben es besoffen. Guck mal, hier ist eine Leiter. Hier ist eine Leiter. Na ja. Hier kommst du hoch. Geh mal rüber. Ja, also ich... Guck mal. Kurz Lagebesprechung mal. Ne? Götzt sich an dieser wunderbaren Tür. Ja, weiß nicht, links oder rechts? Das ist schon. Ist die Schleife schwer? Na klar. Das ist eine Schleuse gewesen. Schleusentür? Was wolltest du sagen? Klasse. Dünn, 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 dünn. Das ist ihm eingegeben, so ist falsch. Es ist immer schade, dass es dann immer so voll gespreit ist. Klar, Schleuse. Schleuse, ne? Ja. 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 Guten Tag, das ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Vielleicht war das ja die Kleiderkammer? Ich weiß es nicht. Aber hier haben sie schon schön gut angemalt, oder? Haben sie schon Mühe gegeben und dann haben sie gesagt, ach nee, komm, wir hören auf. Das Ding ist blöd. Es gefällt uns nicht. Nee, die hatten hier einfach keinen Bock mehr, ja? Das wird schon so gewesen sein. Ach komm. Oder die haben gemerkt, dass es ja fast fertig ist, haben gesagt, ach nee, komm los, wir bauen nochmal an. Es hat so einen Spaß gemacht. Ja, ne? Wir bauen nochmal an, Bunker. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Trinkwasser ist es nicht mehr, oder? Steig mal da drauf, vielleicht ist es schon mit Brot draus. Ja, König. Ach nee, kleiner Riesling. Ach so. Steht da so drauf im Etikett. Hier kommt es also her. Ja, das wird schon abgefüllt. Okay. Mach's nee, mach's nee, mach's nee. Oh Gottes Willen, das Ding ist locker. Oh Gott. Hör auf, ey, wenn es durchgerostet ist. Das ist schon gefährlich, was der da macht. Das ist schon gefährlich, da reinzukommen. Gut, okay. Okay, okay. Gemacht, ja.
was gucken gehen. Weiß ich nicht, aber geht's auch noch irgendwo hin? Wow, oben nicht drin, ist leer. Die mag das ein bisschen. Aber wieder das schöne Grün, ja, seht ihr das? Ja, diese grüne Wände. Ich glaube, ich mache meine Wohnung so. So ein Bunker-Style. Ja, aber auch so die Aufputzleitung. Das ist das, was alles wiederkommt. Ja. Das hat Stil. Oh ja, das könnte ich mir vorstellen. Das ist grün. Fabrik-Style. Ja. Und dann machst du mit der Fotoschmutz und dann schmierst du alles voll. Dann ist es dazu. Genau. Und dann tust du das ins Internet setzen, also das Place, dass da noch die Graffitis, die Typen rangehst und die zerschlagen Flaschen und. Richtig. Das ist ja gekommen. Das ist doch. Das haben wir schon gemacht. Oh, ja, das ist immer erhöht, die Toiletten in den Bunkern. Oh, ja. Aber ist auch nicht fertig geworden, oder? Oder die haben wir oben runtergeschissen und geblieben. Ah, da läuft der Siff noch runter. Aber der Tintenfürziger Oval ist weg, mein Jüngster. Oh, warte, das sieht gut aus, wie scheiße er ist, ne? Nicht, der weißt du, was der große Tank war? Warte mal. Das ist nicht klar, ne? Ja. Ne, das ist er. Hier hab ich vorhin reingefilmt. Genau. Aber hier, die Fliesen. Micha, wo ist der herfahren? So, man sieht, die sind nie fertig geworden. Ja. Was ist das Problem? Die haben zu viel gemacht. Meine Mutti hat immer gesagt, Mensch, Enrico, mach doch mal was fertig, bevor du was Neues anfängst. Ja. Ja. So ist es auch hier. Die haben einfach dann die Übersicht verloren, würde ich sagen. Und ja, das machen wir nochmal neu. Ja, da drüben ist dann alles klar. Ja. Das ist die falsche Richtung, wenn der Sommer gekommen ist, ja. Was bleibt heute? Der sieht nämlich nie durch. Ja, wirklich keine Ahnung, der Treppen sind dabei. Ne? Nee. Achtung, Fernheizungsrohr, okay. Wollen wir hier hochklären? Na ja, klar. Mhm. Gehst du vor? Oder soll ich vorgehen? Bist mir, ich gehe vorher. Stinkt's aber immer. Kann schön sein. Die letzte Treppe wurde ich diese Übung zu mir. Ja, dann ist es festgeröstet. Oh ja, das macht. Toll. Um Gottes Willen. So, jetzt bin ich dran. Ja, sind wir hoch. Im Schweiße wird unser Angesichts. Oh. Oh. Hast du nicht gedacht, dass das Ding so groß ist, oder? Nö, ich hab nicht gedacht. Völkeschmieren jedes Mal. Stimmt zu. Ich bin hier gerade vorbeigelaufen, muss sagen, es sieht aus wie im Zoo. Sogar mit Loch. Da ist er runter. Warum haben die den hier weitergebaut? Das muss ich mal recherchieren. Bevor ich das Video euch zeige, muss ich recherchieren, warum die den hier weitergebaut haben. Und das Kuriose ist, der Micha war schon hier. Sehe ich gerade. Die Fliesen sind ab. Und die waren aber dran.
Micha! Warum erzählst du uns sowas nicht, dass du auf Bunkertour gehst? Ja, ich sehe es gerade hier. Hier für die Freunde dort Details. Dort schnappt er dann die Türe ein. Und ich vermute mal, dann ist so ein Stromkreis geschlossen gewesen und dann zeigte es an, Türe geschlossen. Vermute ich mal. Also so würde ich einfach mal interpretieren. Ist schon geil, das ist so cool eigentlich, das ist jetzt. Achso, verstehe. Was, ja? Oh, das ist doch mal gut. Ach du Scheiße, Alter. 400 Meter, ne? Tatsache. Um Gottes Willen. Wo sind wir gelandet? Wo ist nichts mehr? Das sagst du immer, weil du raus willst. Nee. Scheint ein Video zu sein. Ja, aber es hindert ja auch, ne? Die komplett rausgehackt. Ich glaube, ich habe gefühlt 40 Kilo Versorgungsraum. Küche. Also wie sieht das so aus wie Küche? Aber ich frage mich echt, wer die Fliesen geklaut hat. Sind die hier rein, haben die Fliesen runtergepickt? Also die müssen ja rein sein und die Fliesen gezockt haben, oder? Also kannst du noch nie erzählen? Ne, die haben die runtergehackt. Weil, hast nämlich in jeder Fliese, hast du immer so ein Loch. Weißt du das? Die haben die runtergehackt. Irgendwann. Mhm. Oder? Mhm. Ich bin nicht, das werden wir hier rauskriegen. Oh, hier, da hat er noch Geschmack. Also die Schlafräume noch. Aber hier ist der komplett frei von Schmierereien. So wie sie ihn damals verlassen haben. Ist cool. Ist nichts. Aber guck mal. Ein umgedrehtes Kreuz. Oh ja. Naja, die waren schon alle gegen die Kirche früher. Keine Schmierereien. Das ist ja geil. Schön. Unterkünfte, ne? Aber hier draußen alles vollgeschmiert, aber diese kleinen Räume zum Glück, ich sag, zum Glück, nee. Hier ist ein bisschen was, aber... Na gut, wir waren da 2015.
Ja, hier im Hintergrund sind ab und zu ein paar Stimmen zu hören. Das sind... Geocacher! Wie gesagt, er liegt mitten im Wandergebiet. Ne? Gut. Aber hier oben ist zum größten Teil alles gefliest und hier wieder kein Graffiti dran. Oh, ist das schön. Eigentlich müssten sie hinzukippen, jetzt so wie das. Bin ich auch ein Fan von. Original. Hat man es gegoogelt? Das ist hier nirgendwo eine Schmiererei. Nirgendwo. Nur auf den großen Hauptgängen. So, wenn da ein Schiss gab, weißt du? Nehmt euch mal mit, ja? Ich will wissen, was dorthin geht. Hier auch wieder dieses Schöne. Also hier schnappte dann quasi der Riegel ein und dann gab es das Signal, dass die Tür zu ist oder sogar noch offen ist. So, gehen wir mal rein. Wie immer die Hosen das gemacht haben. Was? Hä? Heiser? Was? Also nochmal zur Erklärung, hier ist das Stromkabel, hier ist das Relais, der Schalter, hier ist quasi, hier schnappt die Türen ein und zeigten somit unten in der Zentrale oder oben in der Zentrale an, dass die Türen geschlossen sind oder eventuell offen sind. Das ist noch zu sehen hier. Jetzt muss ich da raus. Die Luft ist aber sehr schlecht. Mensch, warum mache ich das eigentlich? Nur für Klicks. Ich bin so schön zu Hause irgendwo im Schrebergarten sitzen. Blumen züchten. Blumen züchten. So, wie man es machen sollte. So. So. Ja.
hier auch noch was. Also Ikea ist das nicht. Nee, das ist viel zu stabil. Was ist denn Ikea? Die Imbusfarbe. Ist ja alles aufgehackt. Zentrale. Ah, kennen wir. Kommt mir bekannt vor. Endstation. Ja, also wir sind in der Nähe. Das ist eben alles begehbar, ne? Das ist ein Wandergebiet. Ich muss ja sagen, für mich ist ja viel zu sehen, weil mich das schon immer interessiert hat, wie so ein Bunker ausschaut ohne Erde. Ist schon genial. Wie gesagt, habe ich schon im Video ein paar Mal gesagt, ich würde wirklich interessieren, warum die den nicht weitergebaut haben. Muss es einen Grund gegeben haben. Weil eigentlich wäre das ja alles komplett unter Erde. Komplett so. Ja. Also wenn sich jemand für Bunker interessiert und sehen will, wie die aussehen, also von oben natürlich bloß, ist das natürlich absolut geil. Also, und ich wollte es schon immer mal sehen. Total interessant, die ganzen Türmchen überall. Und wenn ich das so vorstelle, dann ist die Erde noch drauf. Dann hat man eben hier noch den kompletten Aufbau, hier unten drunter ist der Beton quasi, dann ist hier Vlies, also auf dem Beton ist ja auch nochmal Teer, dann Vlies, dann nochmal Teer. Und dann kommt hier diese Schicht Putz drauf mit dem Metallgewebe, Stahlgeflecht. Ist schon geil. Aber was das für Dinger sind, weiß ich nicht. Die haben so eine zum Anheben, vielleicht könnte man die aufmachen. Ich weiß es nicht. Und der ist nicht fertig geworden, wie man hier sieht. Genial. Aber geil. Das ist genau das, wollte ich immer sehen. Schön. Schön, schön, schön. Thank you.
Wieso stinkt es nach Diesel? Ja, ist schon geil, das ist schon Creme. Das mal so zu sehen. Diese dicke Betonschicht, Betonschicht, Beton. Diese dicke Teerschicht. Ja. Und das wäre, denke mal, wenn ich richtig liege, wäre das alles unter der Erde. Wäre alles vergraben gewesen. Ja. Jetzt wieder. Na gut. So, man wohnt falsch.